Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sebastian Barth von der Firma Barth Elektrotechnik und ich möchte Ihnen heute einmal meine Lösung zur Eigenverbrauchsoptimierung in Bezug auf Photovoltaikanlagen mit Eigennutzung präsentieren. Wichtig bei dieser Lösung war für mich, die Lösung muss herstellerunabhängig von Herstellern der Solarbranche sein, jederzeit integrierbar in eine Photovoltaikanlage, rein AC-seitig und durch jeden Elektriker, durch den Elektriker Ihres Vertrauens, vertratbar, quasi eine Plug-and-Play-Version. Die Grundversion meiner Steuerung beinhaltet drei verschiedene Betriebsarten. Betriebsart 1 beinhaltet 4 Relais-Kontakte, die je nach unterschiedlichem Schwellwert freigegeben werden. Relais 1 wird nach Überschuss von 1000 Watt freigegeben, Relais 2 nach Überschuss von 1500 Watt, Relais 3 nach einem Überschuss von 2000 Watt und Relais 4 nach einem Überschuss von 2500 Watt. Schließen Sie den Verbraucher Ihrer Wahl an den für Sie entsprechenden Kontakt an und versorgen diesen Verbraucher dann je nach Überschuss mit Ihrer Photovoltaikenergie. Ich präsentiere Ihnen jetzt einmal Modus 1 an meinem Demoboard. Als Photovoltaikanlage haben wir hier jetzt den Heizlüfter, der uns die Photovoltaikerzeugung simuliert. Die Photovoltaikerzeugung können Sie an diesem Zähler entnehmen, die aktuelle. Hier haben wir das Hausnetz und dort können Sie dann den aktuellen Verbrauch im Haus entnehmen. Die Anzeigen wechseln zwischen Wirkleistung, aktueller Wirkleistung und zwischen dem Verbrauch. Und hier haben wir unsere Steuerung. Die Steuerung wird simuliert von diesen Freigabekontakten hier unten. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, was passiert. Früh am Morgen geht die Sonne auf, unsere Photovoltaikanlage erzeugt Strom. Unser Erzeugungszähler registriert die Stromerzeugung. Hier aktuell 1600 Watt. Im Haus haben wir zurzeit keinen Verbrauch. 0. 1600 Watt Erzeugung. Unsere Steuerung misst den Energieüberschuss und gibt je nachdem Kontakt 1 und Kontakt 2 frei. Hier auch abzulesen auf dem Display. Nun erhöhen wir die Leistung der Photovoltaikanlage. Zu erkennen auf unserem Photovoltaikzähler 2,9 kW aktuell. Schwellwert 3 und 4 wird überschritten. Die Photovoltaikanlage registriert es, gibt Kontakt 3 frei, 2000 Watt, kurz danach Kontakt 4, Energieüberschuss 2500 Watt. Schiebt sich nun eine Wolke vor die Sonne und unsere Photovoltaikanlage verringert ihren Energieertrag auf 1600 Watt Überschuss. Registriert die Sonnenkraftsteuerung die verminderte Energieausbeute und sperrt demnach Kontakt 4 und 3. Weiterhin ein Energieüberschuss von 1500 Watt vorhanden. Nun erhöhen wir die Leistung der Photovoltaikanlage wieder. Die Sonne ist wieder voll im Zenit. Watt Erzeugung. Nun simulieren wir den Hausverbrauch. Zu erkennen 640 Watt, 0,6 kW. 2800 minus 0,6, also 2,8 minus 0,6, entsprechend
2200 Watt. Schwellwert 2000 Watt weiterhin überschritten. Schwellwert 2500 Watt unterschritten. Kontakt 4 gesperrt. Kontakt 3 weiterhin freigegeben. Erhöhen wir den Verbrauch im Haus. Auf 1200 Watt, 1,2 kW, 2,6 minus 1,2 kW, sind wir bei 1,4 kW. Überschritten, 1400 Watt sind erreicht, jedoch noch keine 1500 Watt, demnach Kontakt 2 immerhin noch gesperrt. Ist der Überschuss wieder größer, wird demnach Kontakt 2 wieder freigegeben. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bei der Präsentation von dem Modus 1. Modus 2 hat denselben Ablauf, jedoch mit anderen Schwellwerten. Zu Relais 1 ist ein Schwellwert von 3000 Watt zugeordnet, zu Relais 2 3500 Watt, Relais 3 4000 Watt und Relais 4 4500 Watt. In Betriebsart 3, sprich Modus 3, gibt es die Möglichkeit, einen 6 kW Heizstab über drei Stufen zu betreiben. Die einzelnen Phasen, Außenleiter L1, L2, L3, werden je nach Überschuss von 2000 Watt separat zugeschaltet und somit kann man quasi einen Heizstab über drei Schaltstufen betreiben. Vielen Dank.